Grüßt euch Guys und willkommen zu einem Informationsvideo bezüglich dem neuen Event Raid namens Giga Relaxo. Das haben wir gestern in einem knackigen fast 12 Stunden Stream, sag ich mal, durchgefetzt. Also es war auf jeden Fall richtig entspannt. Und ja, viele Sachen sind gedroppt und auf ein paar Sachen möchte ich gerne heute eingehen, weil viele Leute ein paar Sachen immer wieder gefragt haben und deswegen ja, muss ich auf diese Sachen eingehen, Freunde. Also als erstes, vielleicht hat der eine oder andere es bemerkt, ich weiß es nicht, ob es auch so anders geht, aber Fakt ist, man muss über Geheimgeschenke etwas machen. Und zwar Neuigkeiten aus der Naturzone erhalten. Da habe ich halt natürlich mich verbunden im Internet, im World Wide Web und dann kam natürlich die Nachricht, hey Dude, in der Naturzone geht die Party los. Ne, hier steht's. Ne? So, es kann sein, dass es auch ohne das geht. Weiß ich nicht. Ich habe es einfach als erstes gemacht. Deswegen funktioniert es auch bei mir. Deswegen macht das einfach. Sich mal connecten, Naturzone. Aber irgendwie auch, wenn man halt offline spielt, muss man ja online kommen, um dieses Giga Relaxo irgendwie zu erhalten. Wie bekommt man das dann? Ganz einfach. Wie gesagt, die Neuigkeit hier runterladen. Und dann geht ihr hier auf die Naturzone. Und in der Naturzone selber sind die Relaxo-Raids überall verstreut. Da muss man auf ein paar Sachen achten. Die erste Sache ist die, durch Wunschbrocken kommt es etwas seltener. Das haben wir gestern auf jeden Fall mal getestet. Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht. Es kann sein, dass sie von diesem einen Bug wissen, dass man halt das Ganze nochmal resetten kann. Und deswegen dauert das dann halt länger. Generell tauchen die einfach so auf. Also durch Wunschbrocken, selber wenn du reinballerst oder halt durch Random-Säulen, die du halt aktivierst. So, ich habe jetzt leider kein Beispiel, ich habe jetzt keine am Start. Aber ich kann euch meine Pokis mal zeigen, die ich so gestern gefangen habe. Also circa 42 Stück habe ich gestern graded davon, weiß ich nicht, wie viel ich gefangen habe. 10, 15 Stück, maybe. So, Relaxo habe ich hier am Start. Auf der Seite hier über mir, warte mal, ich tue das mal runter, könnt ihr auch sehen, dass die Werte ziemlich gut sind. Wo ich sagen muss, fast bei jedem Relaxo, Giga Relaxo Poki sind die Werte richtig awesome. Ne? Besonders das hier, das ist eigentlich ein ganz guter Brecher. Denn als erstes natürlich Giga Relaxo, ganz klar. Und dann halt noch Völlerei am Start. Also, was geht ab, was geht down? Also es kann natürlich auch mit versteckten Fähigkeiten am Start sein. Ne? Speckschicht ist auch seine gängige, sage ich mal, Fähigkeit hier. Aber es geht natürlich auch versteckt. Das heißt, wenn ihr Relaxo mit einer versteckten Fähigkeit haben wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Relaxo raiden. Das Gute an diesem ganzen Event ist, finde ich als erstes, es ist jetzt fokussiert. Das heißt, es taucht öfters auf als alle anderen 5er Raids. Und Relaxo selber kann in den 3er, 4er und 5er Raids auftauchen. Also durchaus kompakt unterwegs. Natürlich, was auch gut ist, es ist ein Monat da, fokussiert, taucht es öfters auf. Das heißt, man kann es wiederum shiny hunten. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es jetzt nicht, irgendwie 3, 4 Boxen voller Relaxos zu haben. Nein, mein Ziel ist es auch, ihn in shiny zu bekommen. Was natürlich nicht verkehrt wäre. Ja, zwischendurch, falls ihr jetzt, sag ich mal, alleine am Raiden seid, müsst ihr natürlich auch zwischendurch die anderen Viecher hier wegklatschen. Da sind halt einige immer zwischendurch. Muss man wegklatschen, sonst kommen nicht andere Raids. Ist halt so. Die resetten sich, wenn Tag-Nacht-Unterschied kommt. Dann sind sie natürlich weg. Und dann kommen neue Raids. Aber ihr müsst die halt klatschen halt. Ich habe gestern hier die Viecher jetzt hier ignoriert. Dann sind sie noch immer hier. Die zwei Säulen hier und da hinten die. Wenn ich sie jetzt nicht weghaue, habe ich keine Chance auf ein weiteres Relaxo. Solange ich keinen Wunschbrocken reinballer halt. Ne? Ja, und die ganz wichtige Sache, die, sage ich mal, immer wieder gestellt wird, wie gesagt, nochmal, überall kann Relaxo spawnen, ne? Aber viele Leute sind alleine unterwegs, sind, ja, machen selber online halt die Raids auf und keiner joint rein. Das Problem kennt man, Freunde, das ist kein Bug oder so, das liegt einfach daran, dass ihr selber kaum Freunde habt. Ne? Mit Freunde meine ich in der Liste, Freundschaftsliste. Ihr solltet auf jeden Fall euch gegenseitig mal adden. Wie kriegt man Freunde, wie kriegt man die Leute her? Ganz einfach. Über meinem Discord-Server habe ich extra Raid-Bereiche erstellt. Normale Raids, Giga-Raids. Dort könnt ihr euch natürlich adden. Ich habe sogar noch eine Facebook-Gruppe. In dieser Facebook-Gruppe könnt ihr euch gerne auch adden. Das sind zwei Bereiche. Einfach in der Videobeschreibung abchecken. Und dann wisst ihr Bescheid, was abgeht. Es ist wichtig, Guys, weil sonst steht ja an so einem 5er Relaxo-Raid alleine. Oder halt mit noch jemanden. Nur
Und das hatte ich gestern zum Beispiel. Einer ist da mit Gala hier Ponita reingegangen, also ne, Psycho-Poki. Ich bin da mit einem effektiven Poki reingegangen und wir haben es trotzdem nicht geschafft, weil 10 Runden, nach 10 Runden geht Giga Relaxo raus. Wäre jetzt, ist in diesem Fall jetzt nicht ärgerlich, aber stellt mal vor, es wäre ein Shiny. Dann habt ihr ein Problem, weil ihr könnt nicht vorher Meisterball werfen. Ne? Ihr müsst so lange kämpfen, bis das Ding down ist und dann halt Meisterball natürlich werfen. Ja, deswegen Vorbereitung für solche Raids ist auch wichtig. Ich selber gehe in 5er-Raids online nicht alleine rein, wenn ich sehe, dass da nicht noch jemand Effektives dabei ist. Generell kann man natürlich wahrscheinlich offline die Raids auch gut machen, vielleicht. Müssen wir mal testen. Ich habe es offline noch gar nicht gemacht. Ob das Ganze auch gut funktioniert, könnt ihr gerne mal machen und mir mal unter dem Video mal schreiben, ob das so funktioniert. Auf jeden Fall online macht es erstmal mehr Spaß. Des Weiteren, wenn du es in Shiny hast, kannst du ja natürlich, wenn du es vorher gespeichert hast, ne? Wenn du deinen Wunschbrocken, beim Wunschbrocken speichert das immer automatisch, bei der Säule natürlich nicht, wenn du reingehst, dann musst du dir merken, wo die Säule ungefähr war, aber dann kannst du nochmal hin, ne? Und dann kannst du halt das Shiny natürlich sharen, also sprich, du kannst jemand anders auch das Shiny geben. Das ist auch natürlich sehr interessant bei solchen Sachen. Ja, sonst, wie gesagt, erdet euch, rastet aus und wir machen am Wochenende wieder eine, ja, eine Raid-Session, wo das den ganzen Tag geht, wahrscheinlich Samstag. Also diesen Samstag, das heißt, joint auf jeden Fall auf meinen Twitch-Kanal. Ich werde auch wahrscheinlich um 12, 13 Uhr anfangen und dann werde ich bis in die späte Nacht, sage ich mal, zocken und fokussiert wahrscheinlich raiden. Vorbeischauen, eskalieren, am Start sein und dann könnte vielleicht bis Anfang Januar, bis dahin ist das gute Ding da, auch in Shiny kommen. Also Guys, wir sehen uns, haut rein und ach so, Gewinnspiel, stimmt, habe ich aufgelöst. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Zwei Namen habe ich rausgepickt. Für diejenigen, die jetzt sagen, wenn das Gewinnspiel aus ist. Es ist jetzt aus. Ne? Aus, aus. Zwei Namen wurden rausgefischt. Und Glückwunsch an die Gewinner. Und alle anderen, die nicht gewonnen haben. Trotzdem danke, dass ihr teilgenommen habt. Vielleicht beim nächsten Gewinnspiel. Wie auch immer. Also ganz haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss, Kowski.